Bevor ich meine Heimat Albernia verlassen und mich aufmachen sollte, um auf ganz Dere von Effards Größe zu verkünden, ließ mir der hochgeweihte Graustein die Ehre zukommen, die heilige Streiterin unseres Herrn, die Drachenschildkröte Lata, zu besuchen. Er führte mich bis an den Eingang zu ihrer Kaverne, wo sie majestätisch und schön im weißen Sand auf mich wartete. Ich näherte mich der Heiligen so langsam und andächtig, wie es mir nur möglich war. Sie war gewaltig, mit einem mächtigen Hornkamm auf ihrem Haupt, friedlichen und wissenden Augen und ihrem mächtigen Kiefer, der jeden Feind der Unergründlichen zum Verhängnis werden würde. Noch während ich mich verbeugte, fiel mein Blick auf die tiefen Furchen und Narben, die etwas Gigantisches in ihrem Panzer geschlagen haben musste. Und ich fragte mich, welch ein Wesen dazu imstande wäre. Ich hatte den Gedanken noch nicht vollendet, da wurde mein Geist von unfassbaren Bildern geflutet. Dunkle Greifarme reckten sich mir aus den tiefsten Schlünden entgegen. Sie zogen mich in die nachtschwarze Tiefe. Ein Schlund, dessen Wände gespickt waren mit Reißzähnen, bohrten sich in mein Fleisch und rissen Stücke heraus. Ich befand mich im Angesicht in Angesicht mit einem Grauen, in dessen blutunterlaufenden Augen nichts anderes als die niederhöllische Lust am Zerreißen lag. Doch ich wusste, dass ich in diesem Übel im Kampf trotzen musste, trotzen würde. Denn wenn ich versagte, würde es mit meiner noch tausend weiteren Seelen mich in den Abgrund reißen. Und dann kehrte der Frieden in meinen Geist zurück. Und wo ich zuvor andächtige Bewunderung für Lata empfunden hatte, fühlte ich nun tiefe Verbundenheit und Geborgenheit. Und da wusste ich, welche Worte ich in der Fremde finden müsste, um die Ungläubigen und Zweifler von Efferts Größe, seiner Macht und seiner Liebe zu uns Menschen zu überzeugen. Die Effort-Geweihte und Missionarin Effenora von Betana. Neuzeitlich. Naja, die Scheiße scheint anzufangen. Ich befürchte, wir sollten unsere Beine in die Hände nehmen. Wir müssen auf jeden Fall näher heran. Diese Gebäude könnten uns ein wenig Deckung verschaffen. Denn ich brauche leider Zeit. 5 Minuten etwa. Nun, dann sollten wir die Gebäude vorher auskundschaften, ob sich dort nicht auch irgendwelche Halunken rumtreiben. Ja, davon ist auszugehen. Ich kann das von hier aus nicht richtig sehen. Aber vielleicht, wenn wir uns von der linken Seite anpirschen? Nun, das scheint mir links wie rechts der gleiche Weg zu sein. Also, wenn ihr links bevorzugt, gerne. Naja, also, da müssten wir schon näher ran. Diamant, habt ihr nicht ein Fernglas? Aber sicher, aber ich denke, haben wir von hier aus eine direktere Sichtlinie? Sind wir auf einer erhöhten Position? Wahrscheinlich nicht, ne? Wir wollen uns ja verstecken. Nee, aber die sind auf einer erhöhten Position. Genau, also das ist normalerweise alles recht flach um euch herum, keine Bäume, nur wenige Gräser, die aber auch tot sind. Und die sind leicht erhöht, ganz leicht. Vor allem dann der Strand selbst. Das ist nochmal so ein kleiner Vulkankrater nach oben. Das Gebäude selbst ist vielleicht 2 Meter, 3 Meter. Also es ist nicht wirklich viel höher, vor allem auf 10 Kilometer nicht. Okay, sofern denn eine Sichtlinie bestellt, hätte sich Diamantis auch kurzzeitig, während die anderen geplant besprochen haben, mit einem Fernrohr hingesetzt und mit seiner angelegten Abalone und dem Fernrohr dort drauf mal die Gebäude beobachtet. Das ist natürlich viel zu weit, um irgendwas zu treffen, aber dennoch kann Diamantis als gut einge. Ja, als Geschützmeister, als jemand, der geschult ist, Leute aus weiten Entfernungen zu erkennen, sicher ausmachen, wie viele da ungefähr sein sollen, ob es ein, zwei Dutzend sind. Gib mir mal eine Sinnesschärfeprobe. Du hast dein Richtig. Fernglas auf der Abalone, ne? Richtig, ich habe mein Fernglas auf der Abalone. Eine Erleichterung von 7. Ansonsten auf 10 Kilometer würde ich dir eine Schwernis von, jetzt gerade für so ein Ziel, plus 15 geben. Aber mit einer Erleichterung von 7 sollte das machbar sein. Richtig, und vor allem, da ich ein dreckiger Powergamer bin und Meisterhandwerk Ja, habe. gut, das wusste ich auch, aber das musst du ja selbst dann sagen. Richtig, ich packe mir 5 ASP rein, um meinen Wert um 10 zu boosten. 10 Stück.
Damit habe ich noch Nahschwernis, dennoch Nahschwernis von 8 mit meinem. Und ich würfel mal. Das sind 12 Punkte. Ja. Du siehst, dass ein Charybdoroth-Tempel vorliegend ist. Den hatte die Abel mir sicherlich auch schon irgendwann mal auf eurer Reise beschrieben, als er von diesem grauenhaften Ort berichtet hat. Der ist verlassen. Die Tempeltore sind offen. Er ist schummrig beleuchtet, aber es gibt keine Tritte oder so etwas davon, die, oder keine Schatten, die sich da im Inneren bewegen. Du kannst aber sehen, dass hintere Gebäude, von euch aus gesehen, das ist vielleicht ein bisschen größerer Lagerraum, der ist dunkel. Die Taverne selbst ist beleuchtet und da kannst du auch am von euch aus gesehen hinteren Fenster kannst du Personen erkennen. 4 Stück. Also, ich zähle da insgesamt nicht mehr als 4. Scheint sich wohl hinter dem Gebäude zu begeben, dieses Unheiligtum, Tempel oder Pah, wie die es auch immer nennen wollen. Scheint wohl verlassen zu sein, niemand der ein- und ausgeht. Nun, das ist gut. Seht ihr außer den Gebäuden noch irgendeine andere Deckung, die eventuell noch näher wäre, oder ist das das Beste, was wir kriegen können? Das ist ziemlich hoch und vor allem, da ich von hier aus alles ziemlich gut einsehen kann, geht uns, desto näher wir rangehen, mehr Deckung verloren. Gut, dann sollten wir zusehen, dass wir möglichst unentdeckt an die Gebäude herankommen. Vielleicht sollten wir dann doch von der rechten Seite kommen und den Tempel als minimalen Sichtschutz nehmen. Ich finde, das ist zu weit. Je näher ich an das Ritual herankomme, desto besser. Nun ja, wir haben dann keine Sichtlinie. Sieht zumindest nicht in etwa. Nun, wir können zuerst zu diesem Kirchengebäude und uns von dort aus weiter orientieren. Wir können uns zumindest dort erst einmal sammeln und vielleicht kann der gute Diamantis hier ja dann auch, wenn er das näher dran ist, mehr in Erfahrung bringen über die Situation. Das würde auf jeden Fall helfen. Vielleicht kann ich ungefähr einen Weg ausmachen, wo wir am wenigsten gesehen werden, aber dafür muss ich mir das näher beschauen, da hat Serpentilio recht. Gut, dann versuchen wir erst einmal die Gebäude zu sichern, um eine Operationsbasis zu haben. Naja, dann reite ich mal nicht mehr auf dem Bären und mit diesen Worten schwingt Rafim seine Beine vom Bären runter. Super, jetzt muss ich ja auch laufen. Dies erscheint mir auch wie die weisere Entscheidung. Und so könnt ihr selbst, ohne ein weiteres Licht zu werfen, die 10 Meilen in der Dunkelheit über das tote Gras Richtung des Ritualplatzes stolpern. Immer wieder gehen Beben durch die Erde und auch durch die Sphären. Ihr könnt es spüren, wie es an eurem Geist zieht, als würde eure Seele nach vorne gerissen werden. Und auch wenn ihr nach oben blickt in die sternlose Nacht, dann werdet ihr sehen, dass irgendetwas ganz gewaltig nicht stimmt. Nur eine einzige Hoffnung, die an der Seite von Mendarion klippert, die Harfe. In der Hoffnung, dass sie euch hilft gegen einen großen, 10-gehörnten Dämon. Es dauert ungefähr 2-2,5 Stunden, die ihr leise, leicht gebückt in Richtung der Klippen lauft, bis ihr dann in dem Schatten des Tempels verschwindet und auch von dort aus in die wenigen verdreckten, verdunkelten, vergilbten Fenster reinblicken könnt. Von innen wächst so eine Art Schimmel oder ein paar Algen, die euch ein bisschen die Sicht versperrt, aber es gibt da wohl den typischen Opferaltar mit einer gewaltigen Kröte darauf. Also weniger die Statuette der tiefen Tochter in menschlicher Gestalt, sondern als Krötenwesenheit. Die Ablaufrinnen kleben nicht so sehr von Blut, sondern vor allem von Schleim oder von grünlichem Wasser. Es stinkt widerwärtig. Und wenn ihr dann in dem Schatten des Tempels euch entlang huscht, je weiter ihr in Richtung des
Platzes kommt mit den Tavernen, desto weiter kommt ihr auch an die offenen Türen, wo der Gestank um ein Vielfältiges größer wird. Vor allem aber seht ihr jetzt vor euch dann die einigen Meter entfernt oben auf dem Vulkankrater die widerliche, groteske Kreatur, die euch so etwas wie den Rücken zugewandt hat, sodass ihre 10 schillernden Hörner euch entgegenragen. Allenthalben muss ich mal jemanden umdrehen und Mendarion, der mit Daumen und Zeigefinger die Nase zugeklemmt, sehr angestrengt nach vorne schreitet, mal beim Arm packen und ihm ein bisschen auf die Sprünge helfen, denn dem scheint das sehr schwer zu fallen. Na, Elf, komm mal mit. Ja, ja, ich nehme dich auch an der Hand. Ja, das ist aber sehr nett von dir. Musst du denn wirklich an diesen sehr schrecklichen Ort hier laufen? Können wir das nicht von der Ferne machen? Der Wind wird den Klang der Harfe schon hier hintragen, vertraut mir. Ja, kotze mir einfach nur nicht auf meinen Arm. Ja, ich... Glücklicherweise glaube ich nicht, dass ich da noch etwas zu geben habe. Du hast nur eine Aufgabe. Konzentrier dich nur darauf. Du spielst die Harfe, wenn wir dir sagen, dass du die Schafe spielen sollst. Alles andere ist erstmal egal. Wir kümmern uns darum. Alles an diesem Instrument sagt mir, dass es dem Mann dienlich sein kann, wenn es hier gespielt wird. Ich bin eure Bilder da ganz... Oh. Was denkt ihr, wenn ich mich zum Beten zurückziehe, sollte er anfangen, die Harfe zu spielen? Wenn jene mir ein paar Minuten geben möchtet, Kapitän, ja, ich könnte uns eine Ablenkung verschaffen, was den Dämon dort angeht. Ich müsste nur, Ventilo blickt ein wenig nach links, nach rechts, schaut sich um, ohne, es ist irgendwie halb geduckt, hockt irgendwie hinter euch, in die Nähe des Wassers kommen. Ich denke, sobald wir die Harfe anfangen zu spielen oder sobald er sie spielt, werden sie wohl auf uns aufmerksam werden, oder nicht? Ich brauche sicherlich nicht länger als sie, den von euch geplanten, also jenen und den von euch angesagten, Sturm heraufzubeschwören. Nun, wie gesagt, ich würde gern zur Westseite der Gebäude. Von da aus solltet ihr auch ans Wasser herankommen. Wir sind jetzt in etwa da, Frost, ja? Also ich habe eure Token in die aktuelle... Genau, ich habe eure Token in die aktuelle Position gezogen. Ihr steht jetzt nah... Moment, ihr steht jetzt an der Ecke, an der Stelle. Ja, wir hocken da irgendwie hinter und halb an die Wand gelehnt und die Amantis spät gerade vorne schauen um die Ecke so in der Richtung, dachte ich mir. Von der groben räumlichen Vorstellung her. Halt. Okay, gut. Nur damit wir nicht, dass wir jetzt noch irgendwie jetzt noch auf dem Weg sind und glauben, wir könnten die Richtung ändern. Naja, dann sollten wir uns jetzt hier rechts halten und naja, irgendwo hier unseren Weg aufschlagen oder nicht. Vielleicht sollten wir erst mal gucken, ob wir im Gasthaus diese Leute ausschalten können. Ja, ich würde gerne dieses kleine Gebäude dort als Deckung nehmen. Ich verstehe euch. Ich kann euch nicht helfen, aber ich werde vielleicht hier auf den Nerven Acht geben, den ihr euch der Sache annehmen wollt. Naja, wenn wir jetzt hier anfangen zu kämpfen, werden die das da oben mitbekommen. Nun, wir könnten einen Stillezauber wirken. Wie seid ihr denn dazu denn noch befähigt? Natürlich. Ich muss euch sagen, zumindest meine Kräfte sind... nahezu aufgezehrt. Ich habe noch genau einen, wie würde ich dir sagen, Diamantes Ass im Ärmel. Naja, die können uns aber auch sehen, sobald wir uns, glaube ich, von der Ecke wegdrücken. Ah, Diamantes, geh mal aus dem Weg, ich will selber gucken. Es ist dunkel und sehen sie beschäftigt aus? Schauen mal in Richtung Ritualplatz. Die Ritualteilnehmer sehen sehr beschäftigt aus. Die letzten Bänder der Matrix zu zerreißen, die könnt ihr jetzt, wie gesagt, auch alle ohne den Odem Arcanum sehen. Vor allem diejenigen, die keine Magier sind, sind daran ja auch normalerweise nicht gewöhnt. Aber es sieht unnatürlich vertraut aus, als würde man eben ein großes, ja Lasso nicht, sondern ein großes Netz einfach zerschneiden. Riesig groß, unnatürlich. Und die sind allesamt auf den Ritualkreis bzw. Wurkrauts, die unsterbliche Leichmutter, verankert. Diamantis konnte im weiteren Verlauf eben auch noch erkennen, während ihr dann die 10 Meilen auf die Taverne zugestratzt seid, dass die Teilnehmer in der Taverne alle an den Fenstern stehen und selbst dabei zuschauen. Also sie sind quasi abgelenkt.
Und was ihr auch noch sehen könnt, sind die Menschenopfer, die an Pfählen angebunden sind. 1, 2, 3, 4, 5 Pfähle mit ja, mehr als 10 Menschenopfer, die davor noch angekettet sind. Wenn ich mit meiner Anrufung fertig bin, dann sollten wir zum Ritualplatz stürmen, oder Rafim? Naja, wir... Nicht, weil Diamantis, wie viele sind denn da vorne in dem Gebäude? Hast du eine Ahnung? In dem Gebäude ist niemand außer Nahe gegangen. Ich denke, das werden nur die 4 Leute sein, die da stehen. Die sind aber auch voll auf das Ritual fokussiert. Also mit einem Stille-Zauber werden wir die sehr schnell beseitigen können. Naja, wie lange dauert nochmal euer Ritual, Sulamin? Etwa 5 Minuten. Ich weiß nicht, ob die Sturmlöwin uns unter diesen Umständen erhören wird, aber nun ja, wann, wenn nicht jetzt, ist die Stunde, um die Götter um Hilfe anzurufen. Naja, ich mache mir nur Sorgen. 5 Minuten ist ganz schön lange. In der Zeit könnten die merken, dass die da nicht mehr an den Fenstern stehen. Ich denke nicht, dass jemand auf einen Anfall Schaulustiger in der Taverne Acht geben wird. Das halte ich auch nicht für wahrscheinlich. Die sehen sehr beschäftigt aus. Und ihr seid ja da. Sollte ich es nicht schaffen, die Anrufung zu vollenden, nun, dann müssen wir unseren Plan eben ändern. Zumal, selbst wenn, wäre ich an einem solchen Ritual beteiligt, wäre es mir tatsächlich lieber, wenn den Schaulustige sich verdrücken. Schließlich kann bereits die kleinste Unachtsamkeit des ungeahnte Auswirkungen haben. Naja, da verlasse ich mich auf eure Expertise. Von mir aus können wir die umbringen. Dann aber mir müsstet ihr uns aber hier tarnen oder wie auch immer. Ich denke, wir schleichen rüber. Ich wirke einen Stillezauber und wir gelangen, spätestens dann werden sie wahrscheinlich auf uns aufmerksam, dass jetzt etwas im Argen liegt und dann müssen wir zuschlagen. Ich denke nicht, dass wir einen Tarnungszauber zum Überqueren des Platzes brauchen. Das meinte ich, ja. Gut, wenn die Stille uns begleitet, dann müssen wir auch nicht wirklich schleichen und es ist dunkel. Dann versuchen wir einfach, dass wir möglichst schnell den Platz überqueren. Ja, würde ich dann machen. Gut, wie töten wir die 4 Mann? Jeder ein? Sulamin nickt. Gut. Ja, Diamantis, nimm dir ruhig 2. Ich wollte gerade sagen, 1, 2, 3, wer ist der 4? Oh, ich bin mir sicher, wir bräuchten nur 2 Leute, um die alle 4 zu töten, aber gerechte Aufteilung. Außerdem, Abelmir ist ein guter Säbelkämpfer. Oh, ich habe Abelmir vergessen. Der war in meinem Kopf irgendwie unter Zauberer abgesteppelt. Nun, ne. Tut ihr dies, ich werde euch nicht zur Last fallen. Ich werde dann sehen, dass Mendarion und die Harfe gut hier aufgestellt sind, falls ihr dies für einen guten Ort befindet. Ja, ich lasse den Bären bei dir, dann können sie auf euch aufpassen. Er wirft einen defizilen Blick über die Schulter, er schaudert kurz, sagt aber nichts. Sagt mir, wenn ihr soweit seid, wenn dann können wir uns nur im Pernzeichen verständigen. Ja, sicher doch. Gerade dazu werde ich wohl hoffentlich noch in der Lage sein. Nun gut. Ich würde wie gesagt ein Zylentium wirken, Zielobjekt, sie fragen die Zone um mich herum. Einmal Vergrößerung der Reichweite und man wird uns für Zeit lassen, heißt plus 5 für die feste Variante. Vergrößerung der Reichweite sind plus 5, minus 4 für Zeit lassen, ist eine plus 1, bleibt dann plus 1, also eine plus 6 Probe auf den Silenzium. Entspannt. Lass uns die zeigen. Ich sagte entspannt, nicht erfolgreich. Oh. Bitte auch. Wie gesagt, jetzt entsteht ein Silenz um uns herum, Radius 10 Schritt, also 20 Schritt im Durchmesser. Und ja, er ist beweglich, also mich als Zielzone, kann ich mit dem Silenz bewegen. Gut. Für eine Spielrunde nur, muss ich vorher ansagen. Aber egal. Gut. Während die Jungs dann auf dem Weg sind, würde Serpentilio mal einen Blick in den Tempel hineinwerfen.
Und dann Mendarion auf 33 verschiedene Weisen befragen, ob er dies denn für einen guten Ort hält, um die Harfe aufzustellen. Was denkt der Elf sich denn darüber? Den Tempel? Immer, wir stehen hinter vor einem Tempel, richtig? Ja, das ist der Tempel von Charybdoros. Right, und kann man da irgendwie aufs Dach oder so? Kannst du aufs Dach, ja, bestimmt. Right, und von da aus hat man eine gute Sicht auf den Ritualplatz und mit ein bisschen Glück auch auf das Meer dahinter. Aber die Frage ist, ist das gut, ja oder nein? Also... Welches Gefühl hat der Musikant da? Du kannst das. Also das Dach ist erklimmbar, sag ich mal so. Aber das ist natürlich zutiefst unharmonisch. Definiere unharmonisch. Es ist kein angenehmer Platz für Mendarion. Ja, aber die ganze Insel ist kein... Also der ganze Ort hier ist kein angenehmer Platz für Mendarion. Ist der Gedanke, auf dem ich gerade sitze. Er will garantiert nicht näher ran. Aber weiter weg kann er auch nicht. Dann und muss was? Mendarion mal eine Selbstbeherrschungsprobe machen. Erschwert um üblen Geruchssinn. Muss ich tatsächlich... Wie gebe ich meinen Charakter ab? Ach, so geht's, okay. Du kannst einen zweiten aufmachen. Ja, es dauert jetzt ein kleines Sekündchen. Gut. Und ansonsten bringst du ihn halt rüber. Währenddessen, Serpentilio ist drin, beziehungsweise dran, und die anderen laufen rüber. Dann gib ich würde die anderen vorlaufen lassen, sodass sozusagen immer noch in meinem Reis drin sind, aber sozusagen die 5 Schritt Vorsprung haben, sozusagen, dass diese Zone sozusagen, dass sie sich an die Leute ranschleichen können, aber die Zone die Leute nicht direkt erreicht, dass sozusagen unsere Leute da sind. Wie wollt ihr durch den Haupteingang, oder? Hab ich gedacht, oder? Ja, du hast gesagt, dass sie an den Fenstern stehen und abgelenkt sind. Das heißt, durch den Haupteingang müsste eigentlich gut sein, weil wir ihnen dann in den Rücken fallen können. Und es besteht natürlich noch die Möglichkeit, dass da andere Leute sind, die nicht am Fenster stehen. Diamantis deutet einmal aufs Dach rauf mit den Daumen und schaut er fragend. Naja, ich signalisiere ihm später, weil wir erst die im Gebäude ausschalten wollen. Die sind ja nicht im Gebäude, die sind am Gebäude dran, von außen, an der Fassade. Die gucken doch die Fenster. Die sind im Gebäude, gucken durch die Fenster nach draußen. Ach so, ich dachte, die stehen vor hier und schauen dann... Ritualplatz weg. Ja, dann die schauen von draußen zum Ritualplatz. Okay, ja, dann alles klar. Dann macht das Sinn, dann rein. Wie gesagt, wir lassen ihn 8 Schritt Vorsprung etwa, damit wir, ja... 2 Meter in Verfügung haben. Dann dürft ihr mal eine Sinneschärfeprobe machen, beziehungsweise Gefahreninstinkt, falls ihr habt. Es ist weniger sehen, es ist mehr riechen. Das Problem ist auch, dass ihr selber nicht hören könnt. Falls also jemand Geruchssinn hat. Sulamin hat so ein Kribbeln in ihrem unbestimmtes, es ist halt der Gefahreninstinkt, so ein unbestimmtes Kribbeln, was von hinter dir ausgeht. Während du über den Platz überläufst. Dann stockt sie und dreht sich um. Ja, du bleibst direkt in der Mitte des Platzes stehen. Kannst natürlich auch die anderen, wenn du magst, anhalten. Du siehst zumindest, dass hinter dem Tempel auf der Rückseite ein großes Pentagramm eingezeichnet ist aus Blut. Noch einige leer gelutschte Hüllen menschlichen Fleisches, die daneben liegen, und eine gewaltige große Flugschlange, ein Karakiel, der euch nun anstarrt und sein Maul weit aufgerissen hat. Ich signalisiere zurück. Okay, ich muss mal Sinneschärfe würfeln, ob ich das mitbekomme, weil ich laufe ja nach vorne, ich habe so schlecht gewürfelt. Ja, ist okay. Weißt du was, dann bist du auch schon... Ich krieg das nicht mit, ich gehe einfach weiter. Du singst uns gerade was vor. Was ist denn mit den anderen? Aber das Singen gewürfelt. Eine gute Sinnschärfe, der kann stehen geblieben sein. Diamantes. Würfel mal hoch oder tief? Hoch oder tief? Ich sag hoch. Was der kein Gefahreninstinkt, ne? Ja, es ist tief. Müsste es nicht Zulamin ein leichtes sein, zumindest 2 von denen einfach mal am zu packen? Vor allem Zulamin läuft ja vor mir. Ich muss ja ihre Anzeichen sehen eigentlich, oder? Also du ja, aber ich laufe vermutlich also mit Diamantes vorne. Okay, dann, dann packe ich Rafim am Arm. Das müsste dir möglich sein. Ja, da muss ich auch bei deiner Initiative. Gut, dann passt das. Dann steht ihr immer noch auf der Mitte des Platzes. Ich deute einmal in Richtung Dämon und dann zurück zu Serpentilio. Dreh mich mal zu dem Dämon um. Hat er uns schon. Der hat uns ein Auge gefasst. Der hat uns gesehen, auf jeden Fall. Oder? Du kannst seine bösartigen schwarzen Pupillen erkennen. Die sind auf euch gerichtet und sein Maul ist aufgerissen.
kann ich eine Magiekunde würfeln, wie ein Pentagramm funktioniert? Ja, kannst du machen. Weil ich vermutlich keine Ahnung habe, aber vielleicht weiß ich es ja doch. Spezialisierung. Im Moment.